Na hallo ihr Lieben, hier ist wieder Jan, weil geht nicht, gibt's nicht. Und wir schauen uns heute ein paar geile Fights an von unserer Piledriver. Ihr hattet ja einige Vorschläge gemacht, was ihr gerne sehen wolltet als Gegner. Und wir steigen heute mal voll ein, was das Schiff so kann. Noch eine Sache, ihr wolltet gern, dass ich die Schiffe beim Steam Workshop hochlade, habe ich jetzt gemacht. Ihr findet die Interceptor, wenn ihr Interceptor eingebt. Da habe ich alle vier Versionen quasi in einen Ordner gepackt. Und die Piledriver und der Piledriver. Ich habe da sowohl das Schiff mit Schilden als auch jetzt hier die normale reingetan. Schaut es euch mal an. Wird interessant. Jetzt aber direkt mal rein hier in den Fight. Als erstes die Archimedes, wollte jemand sehen? Wie die hier gegen den, ja, ich nenne das Ding jetzt einfach mal wieder Kubus, weil irgendwie ist es ja einer. ja, wie die hier gegeneinander klarkommen. So, lass mal ein bisschen schneller machen. So, erfahrungsgemäß wollen wir die gerne in die Seite treffen. So. Und wir zielen hier einen Reaktor an, und zwar den da. Wenn der hochgeht, sollte alles an dem Schiff hochgehen. Die Atomraketen hier, naja, sollten eigentlich kein Problem darstellen. Übrigens, das Problem ist, also ich habe es zumindest nicht gesehen, ob ich das hier irgendwie einstellen kann. Ich kann die Schwierigkeit, den Schwierigkeitsgrad nicht hochstellen. In dem Modus, wo wir jetzt sind. Weil das ist ja hier dieser Kreativmodus. So, hier seht ihr schon, hier will sie ein bisschen weiter rein. Also drehen wir uns jetzt an der Stelle ein Stück. Also das ist auf alle Fälle eine ganz andere Liga als in dem Schwierigkeitsgrad, wo wir spielen. Das war's. War's noch nicht? Okay. Was lebt denn hier noch? Okay, wir müssen hier echt die Reaktoren auch zerstören. Interessant. Ja, dann machen wir das. Hier, gefährliche Ecke. Ich habe das übrigens immer noch nicht geschafft, mal die zwei Panzerungen hier außen anzubauen, wie ich es im letzten Video eigentlich ja gesagt hatte. So, jetzt ist das Schiff durch. Ja, die kämpfen hier immer weiter bis zum allerletzten Geschütz. Aber wir betrachten das Schiff mal als vernichtet. Reparatur, also Schaden haben wir 118.000. Ihr seht es ja hier, es ist nur Panzerung kaputt gegangen. Na, also, ja, sagen wir vielleicht 3000 Stahl oder sowas. Ist nicht die Welt. Relativ entspannt. So, wir löschen die Schiffe und fügen die nächsten ein. Ich habe mir überlegt, ihr kennt ihn, den Alexander. Richtig krasses Teil. So, und dazu nehmen wir wieder unser Schiff. Der Alexander ist ein Atomraketenschiff. Der macht richtig Meter. Ich glaube, der hat 36 Atomraketenwerfer. Wir haben mit unseren anderen Kuben ja schon mal dagegen gekämpft. Das war eher mäßig von Erfolg gekrönt. Diesmal bin ich allerdings zuversichtlicher, weil wir wesentlich mehr Frontpanzerung haben. Also wesentlich mehr. schauen wir mal rein. KI normal. Und Zugehörigkeit Spieler 2. So. Das Ding ist halt, hier wird es wieder schwierig, den so zu zerstören, wie es uns gefällt, weil wir hier wieder durch die ganze Front müssen und dann hier wahrscheinlich nochmal durch die Front. Der dreht uns ja wahrscheinlich nicht so die Seite zu, wie wir es gern hätten. Wir könnten hier probieren, um das Schiff rumzufliegen. Dazu hatte auch mal einer den Kommentar gemacht, dass es doch cool wäre, hier noch mehr Seitwärtstriebwerke anzubauen. Wahrscheinlich werde ich das hier unten noch machen, aber weiß nicht, ob es reicht. Mal sehen.
Können wir ja nachher gleich mal ausprobieren, eventuell. So, erstmal hier ein bisschen schneller machen. Ich bin halt mal gespannt jetzt, wenn die erste Salve kommt von den Atomraketen, wie die einschlägt hier bei mir. Okay, da geht voll auf eine Seite. Und er ist fast durchgekommen, seht ihr das? Aber das heißt, unser Ding ist es jetzt erstmal hier wieder ein bisschen den Angriffswinkel zu ändern. Okay, wir haben hier relativ viele von den Raketen schon zerstört und sind hier auch fast am ersten Reaktor. Mal sehen, wo jetzt die nächste Salve einschlägt. Wir haben uns ja weggedreht. Das heißt, die Ecke hier geht nicht. Seht ihr das? Okay, der schießt halt genau auf die andere Ecke. Soll uns aber recht sein. Drehen wir uns wieder ein bisschen. Wählen den Vektor und schießen jetzt hier auf den Reaktor. So, alles, was hier reinfliegt, das ist halt gut, ne? Klar. Weil das schlägt halt da ein. Die Schüsse, die hier von der Seite kommen, naja, das ist eher blöd. So, da sind wir wieder durch. Hier müssen wir jetzt ganz schnell drehen. Okay, das ist aber nice, habt ihr gesehen? Die sind zwar hier eingeschlagen, aber trotzdem nur in die Panzerung, also damit können wir leben. Wir haben sonst ein Stück Panzerung abgeschossen. War alles gut. So, und da war's das. Aber jetzt schießt er trotzdem noch weiter, einfach weil es halt ein KI-Schiff ist, in dem Modus hier. Im normalen Spiel wäre der jetzt vernichtet. So, die Raketen schlagen hier noch ein. Aber ja, wir zerstören ihm jetzt noch die letzten Werfer. Hier ist er auch fast durch die Panzerung. Wir betrachten das Schiff mal als vernichtet. Im Normalfall, er hat keine Brücke mehr, wenn ich das richtig sehe, keine Antriebe. Eigentlich dürfte er gar nicht mehr schießen. So. Reparaturkosten 169.000, immer noch nur Panzerung. Wären wahrscheinlich sowas um die 6.000-7.000 Panzerung, schätze ich. Das ist halt schade, dass man das hier nicht sehen kann in dem Modus. Man sieht ja, wie viel, also da steht ja, ne, wie viel Panzerung das ist, aber leider nicht, wie viel es kostet. Also beziehungsweise wie viel Teile das sind. So, wir entfernen die Schiffe wieder aus dem Kampf und spielen als nächstes gegen die All-in-One. Die All-in-One ist das teuerste Schiff, was es gibt, also in-game hier, im PvE. Ich muss kurz überlegen, wo die war. Eingebaute Schiffe. Ah, der Orden ist leer. Ja, da kann man es nicht suchen. Blöd. Fringe. Combat. Da ist sie, glaube ich. Ja, All for Now heißt die. Nicht All in One. Okay. Fügen wir hinzu. Zack. KI und Spieler 2. So, die All for Now hat alle Waffensysteme, die es gibt. Vier Railgun-Werfer, Flaks, Deckkanonen, Raketen, Atomraketen, noch mehr Deckkanonen, noch mehr Deckkanonen, noch mehr Raketen, noch mehr Deckkanonen. Ihr seht's, da läuft was. Also, ah, und Ion Beams natürlich, ne? Das Schwierige an dem Schiff ist hauptsächlich wieder, dass die Reaktoren alle so weit hinten sitzen.
Ich frage mich, ob das Schiff so eigentlich gut spielbar ist, also wenn man es selber so bauen würde, weil die Wege halt dadurch sehr lang sind, ne, von den Reaktoren zu den Geschützen, beziehungsweise was auch immer man da will, wo man die Energie braucht. So, fliegen wir ein bisschen näher ran. Halbe Geschwindigkeit ist, denke ich, am besten, um zu sehen, was so geht. So, die Railguns, naja, ihr kennt das ja, die machen nicht wirklich was gegen unsere Panzerung. Der Ion Beam ist schon eine andere Geschichte. Ihr seht, wie das sich hier versucht durchzufräsen. Wir werden noch mal ein bisschen näher rangehen. So, wieder weiter wegdrehen. Ja. Immer schön den Ion Beam, wie auch die Atomraketen. Der hat halt mega Panzerung, ne? Da müssen wir halt auch erstmal durchkommen. Die Railguns sind viel zu kurz, um wirklich Damage zu machen. So, wenn wir hier irgendwann mal ankommen, an dem Reaktor, dann sollten zumindest schon mal die Ion Beams hochgehen. Okay. Falsche Taste. So, Moment. Okay, jetzt haben wir das, haben wir. Jetzt schießen wir hier hinten rein auf den Reaktor. Okay, den haben wir auch. Dann machen wir jetzt, ich würde sogar sagen, den hier außen erstmal. Da müssen wir natürlich hier wieder durch diese ganze Panzerung durch. Da ist eine Railgun durch. Und immer ein bisschen aufpassen. Der hat, glaube ich, noch Atomraketen. Bin mir sicher. Oh, jetzt ist hier hinten was explodiert. Perfekt. Ihr seht es auch, der hat überall keine Munition mehr. Hier ist noch eine Brücke, die können wir noch mitnehmen, wenn wir sie mal anvisiert kriegen. So, auch erledigt. Und der Reaktor noch. So, damit ist das Schiff durch. Bei uns, schadensmäßig 210, hat mehr gemacht tatsächlich als der Alexander. Aber das wäre alles noch im Rahmen. Ne? Es ist kein wichtiges System beschädigt, alles nur Panzerung. Easy. So. Was wollen wir noch testen? Wir können ja mal schauen, was es hier noch so Schönes gibt. Ach, ich habe eine gute Idee. Passt mal auf. Wir haben ja das letzte Mal festgestellt, wie stark auf dem hohen Schwierigkeitsgrad die Raketenschiffe gegen unser Schiff sind. Ne? Wenn wir jetzt hier beim Imperium, ich glaube, das ist Imperium, irgendwo ist hier dieses Raketenschiff, was wie so ein V aussieht, das da. Ne? Passt mal auf. Ich füge jetzt mal zwei Stück davon hinzu. Ja, und wir kämpfen mal gegen die beiden hier. Und dann nehmen wir unseren Kubus, die Pile Driver.
Und jetzt könnt ihr mal aufpassen, was es für einen Unterschied macht, ob wir auf normalem Schwierigkeitsgrad spielen oder auf hohem Schwierigkeitsgrad. So, die beiden machen wir Spieler 2 und KI normal. So, und dann kann das schon losgehen. So, die sind natürlich trotzdem für unser Schiff blöd zu zerstören, weil wir halt die Reaktoren, die an allen Ecken liegen, zerstören müssen. Okay, die behindern sich gerade schön gegenseitig. Sollte aber für die Schiffe keinen Unterschied machen, weil ihr seht es gerade, ne? Die starten natürlich jetzt trotzdem ihre Raketen und das sind nicht wenige. Und wir schießen hier erst auf den Reaktor, dann auf den und dann auf den hier hinten in der Ecke. Diese enorm viele Point Defense Geschütze, seht ihr das, wie die unsere Schüsse einfach abschießen? Da kommt nur die Hälfte an. So, der erste Reaktor ist down. Jetzt haben wir halt das Problem, dass der halt uns natürlich hier hinten ins Heck schießt, ne, der andere. So, das können wir gerade nicht ändern. Müssen wir durch. So, zweiter Reaktor down. Jetzt ist halt auch wieder das Ding, das Schiff wird weiter schießen, obwohl ich die drei Reaktoren zerstört habe. Im PvE, im normalen Spiel, ist das nicht so. Wenn die drei Reaktoren weg sind, dann ist es vorbei. So, hier hinten ist eine Lücke entstanden. Seht ihr, da müssen wir jetzt aufpassen. So, das heißt, wir werden uns jetzt schon mal rumdrehen. In der Hoffnung, dass der jetzt hier mit der Salve den Reaktor ausschaltet. Jawohl, perfekt. Und jetzt gehen wir hier auf das Schiff. So, greifen wieder erst den Reaktor an. Dann den. Und dann den. Ja, das Ding ist halt, seht ihr, der schießt halt weiter. Und das wird jetzt unser Untergang wahrscheinlich sein. Weil wir da nichts machen können. Normalerweise würde der aufhören. So, hier wieder Millionen Point-Defense-Geschütze, die unsere Schüsse abschießen wollen. So, wir können jetzt nur hoffen, dass wir weit genug von dem wegkommen. Das sieht ganz gut aus. Er hat uns auf alle Fälle hier schon irgendwo Crew rausgeschossen. So, trotz allem, hier ist der erste Reaktor auch schon durch. Jetzt der zweite. Und jetzt schießen wir hier auf den dritten. Okay, hier an die Seite sind sie uns eingedrungen. Ja, also ihr seht's, ne, die Frontblockpanzerung ist definitiv stark, die hält die Raketen aus. An die Seite baue ich noch zwei Reihen Panzerung an und hinten werde ich auch nochmal verstärken. Weil wenn wir gegen so viele Raketenschiffe kämpfen, ja, ist es halt echt die Schwachstelle. So. Aber trotzdem muss ich sagen, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad hätten wir längst nicht so lange durchgehalten. Also da wäre es viel, viel eher vorbei gewesen. Eventuell schon gegen eins der Schiffe. So, wir entfernen das alles wieder. Achso, ich habe jetzt nicht geguckt, wie viel Schaden war. Aber das Interessante ist, der Schaden könnte jetzt sogar geringer gewesen sein als bei den anderen Fights, weil ja an der Frontpanzerung kaum was kaputt gegangen ist. Es war ja nur außen. Ne? Aber was halt dann ins Geld geht, sind halt die Deckkanonen etc., die dabei zerstört worden sind. So, wir fügen unser Schiff wieder hinzu. Und dann schauen wir mal, was es hier noch so Schönes gibt. Imperium finde ich eigentlich immer ziemlich stark, was die so haben. Wollen wir mal wieder testen, wie er sich gegen viele, viele, viele Gegner schlägt. Oh, schaut mal, die Odysseus, die kostet auch 3 Millionen. Scheint das stärkste Schiff zu sein, was die hier im Angebot haben, im Imperium. Wir schauen erstmal, was das Ding kann. Okay, es hat Atomraketen. Und Iron Beams. Ja, komm, wir lassen mal zwei davon antreten, oder? G-
Könnte auch sein, dass ich mich jetzt maßlos übernehme an den beiden Schiffen. So, dann stellen wir die auf KI, wie immer. Alter, muss echt Feinmotorik haben wir, um das hinzukriegen. So, und Zugehörigkeit Spieler 2. Und da kommen sie schon. So, und wir schauen mal, was wir hier angreifen. Oh, der hat aber auch viel, viel, viel von allem. Hier würde ich natürlich die Brücken angreifen, ne? So, auf alle Fälle hat er ordentlich Iron Beams. Wieso ist unser Pile Driver schon kaputt? Keine Ahnung. Egal. So. Und schon geht es los. Ich glaube, wir haben uns gegen zwei von der Sorte echt übernommen. Also wir haben halt die erste Brücke hier durch. Und da ist die zweite Brücke durch. So, und jetzt sollte der eigentlich aufhören zu schießen, weil der keine Brücken mehr hat. Und das ist jetzt ein bisschen blöd, was er das nicht macht. Wir gehen hier auf die Brücke. Hier ist schon ein ordentlicher Krater drin. Aber wir fliegen rückwärts und der kommt uns nicht mehr hinterher. Das ist schon mal gut. Hier müssen wir uns nochmal weiter wegdrehen wieder. Schnell. Hier geht auf alle Fälle unsere Frontpanzerung gut flöten. Okay, jetzt ist er durch. Aber wir haben auch wieder eine Brücke ausgeschaltet. Hier ist er durch gewesen. Jetzt drehen wir uns die Ecke hier zu. Und da ist die zweite Brücke dahin. So. Haben wir überlebt? 900.000 Schaden, das ist ordentlich. Schaut mal hier, der komplette Block. Alles zerstört. Hier an der Seite die Ecke. Krass. Und hier natürlich auch schon einiges an Deckkanonen ausgeschaltet. So, aber im Normalfall haben wir an der Stelle jetzt trotzdem gewonnen. Wir würden das Schiff reparieren und das Ding wäre erledigt. So. Und jetzt schauen wir uns den gleichen Fight nochmal an mit unserer Interceptor. Mal gucken, wie das funktioniert. Ich habe ja vor, im Let's Play, noch eine Interceptor 4.0 mit dazu zu nehmen, weil, ja, ihr habt es vielleicht im letzten Video gesehen, ne? Das ist nicht ganz ohne. Die Odysseus war das. Da nehmen wir auch zwei Stück wieder, damit es gerecht bleibt. Und von uns nehmen wir die Interceptor. Da. Okay, dann stellen wir die beiden hier auf KI wieder. Ja, ihr hattet auch gesagt, dass das natürlich schon unfair ist, wenn ich mit menschlicher Intelligenz gegen die KI kämpfe, weil ich mich ja anders wegdrehe und so. Man könnte jetzt auch mal KI gegen KI kämpfen lassen, das wäre auch eine Option, aber wahrscheinlich dann eher für ein zukünftiges Video. In dem Zusammenhang würde ich euch gerne nochmal darum bitten, abonniert bitte meinen Kanal, wenn euch das gefällt, was wir hier machen. Aktiviert die Glocke, würde mir sehr helfen und vor allen Dingen verpasst ihr auch nichts weiter. So, wir kennen das Spiel hier, der Reaktor und dann der Reaktor.
Und rein theoretisch, ich weiß nicht genau, wie schnell das Schiff ist, sollten wir es aber schaffen, außerhalb der Range zu bleiben. So, gleich sind wir in Feuerreichweite. Halbe Geschwindigkeit. Ja, das war Brücke Nummer 1. Da seht ihr, wie wir selbst hier durch die Panzerung einfach durchdringen. Wird dann nachladen lassen und bam. Und das war Brücke Nummer 2, Leute. So, jetzt lassen wir den natürlich hier. Wenn wir jetzt hier näher ranfliegen würden, würde der wieder auf uns schießen. So, machen wir mal ein bisschen schneller. Visieren jetzt den da an. Ihr seht auch, wie schnell sich die Interceptor dreht. Wir gehen hier auf die beiden gleichen Brücken. Ja, und das ist halt das Ding, warum ich nach wie vor sage, Raygun-Schiffe sind super schön, aber leider viel zu OP. So, das war die erste Brücke. Okay, das waren nur zwei Railguns. Der Rest wird noch nicht aufgeladen gewesen sein. Gehen wir hier rüber. Und jetzt wieder in die Richtung. So, das war's, leider. Ihr habt's gesehen. So knallt's rein. Nur mal zum Test. Passt auf. Wir nehmen die mal hier raus. Bei meiner Interceptor muss ich ja gar nichts ändern, weil, ja, wozu? Ne? Ist ja nichts kaputt gegangen. Ja, stehen jetzt mal die Pile Driver dagegen hin. Ihr habt ja vorhin gesehen, wie die KI-Schiffe, also wie weit denen ihre Railguns, dass die Frontpanzerung penetriert haben. Jetzt gucken wir uns mal an, wie unser Schiff das macht. So. Da haben wir sie. Wir wählen hier hinten, wie immer, die Brücken an. Müssen eventuell unseren Angriffspunkt ja ein kleines bisschen weiter vorschieben, weil die Brücken sehr weit hinten liegen. Dann geht das schon los. Ein bisschen schneller, bis wir dran sind. Jetzt ist halt die Frage, ne? Die Pile Driver ist halt wahrscheinlich einfach zu langsam. Die fliegt, glaube ich, 77 oder sowas. Während unser Schiff über 80 fliegt. So, aber schaut mal. Selbst mit unseren 8 Railguns, die alle 280% Schaden machen, kommen wir hier nicht rein. Also, wir kommen schon rein, aber halt, es dauert. Ich weiß nicht, was das, also die sind da, was man da manchmal so sieht, ob diese Schüsse weiter reingehen oder ob es nur so aussieht. Der ging auf alle Fälle durch, habt ihr das gesehen? Und das war's. Damit ist auch die Pile Driver einfach mal zerlegt worden. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel, na, ja, brauchen wir ja bei der Interceptor, brauchen wir wieder nichts zu entfernen, ist ja nichts passiert. Jetzt legen wir mal als Gegnerschiff diese All-in-One fest. Die hat ja auch Railguns, aber halt wesentlich kürzere. Aber da ist die Frage, ist unser Schiff groß genug, also beziehungsweise unsere Frontverteidigung stark genug, um dem Stand zu halten?
So, wir greifen hier an. Moment, hier ist eine Brücke, hier ist eine Brücke und hier ist ein Kontrollraum. Na, dann gehen wir direkt auf die Reaktoren wieder, so wie vorhin. Das hat ja gut funktioniert. So, und hier ganz hinten ist auch noch einer. Zack. Okay, schauen wir mal. Jetzt würde ich dazu. Moment, wir machen etwas anders. Wir machen es anders. Das Einzige, was uns hier ja wirklich gefährlich werden kann, sind die Railguns. Ne? Also gehen wir natürlich auf den Reaktor zuerst, beziehungsweise auf den hier zuerst und dann auf den. Und dann können wir hier den Rest irgendwann klären. Weil wir würden schon gern die Railgun zuerst ausschalten. So, die Angriffsentfernung ist genauso ein Ding. Müssen wir hier ein bisschen weiter zurücknehmen. Boah. Weil wir brauchen ja nicht nah, also so nah ran fliegen, dass wir den hintersten Teil des Schiffes erreichen können, wenn wir bloß erstmal hier vorne die vorderen Reaktoren erwischen wollen. Okay, wir haben eine der Railguns ausgeschaltet. Jetzt gehen wir hier auf den Reaktor. Mal gucken, wie sieht es bei uns aus? Ja, auch schon ein bisschen was eingeschlagen hier. Schildgeneratoren ausgefallen, aber unsere Railguns sind noch intakt. Gefällt das nicht, dass der hier. Okay, der Reaktor ist down, aber die Räger noch nicht. Okay, jetzt hat sie theoretisch keinen Strom mehr. Okay, die hat wieder Strom. So, das war's. Und jetzt kann uns nichts mehr passieren. Na, ihr seht, also hier vorne ein bisschen Schaden haben wir gekriegt. Es hat aber gereicht, die Schildgeneratoren und die Panzerung. Und jetzt können wir hier uns alle Ruhe der Reihe nach die anderen Reaktoren vornehmen. Den, den und den. Dafür wählen wir jetzt unseren Angriffsvektor wieder ein bisschen näher dran, aber vor allen Dingen, ja, genau so. Und ja, ein bisschen weiter vor. So. Können jetzt auch die Geschwindigkeit ein bisschen schneller stellen. Wieder ein Reaktor ausgeschaltet. Ja, wenn der hier wirklich zu lange braucht, dann kann man sich überlegen, die Schildgeneratoren vorher noch auszuschalten. Und das sind sie durch. So, das war's auch mit diesem Schiff. Interessant, oder? Was haben wir von Schaden gekriegt? 37.000. Da ist ein bisschen Korridor, ein kleiner Schildgenerator mit dabei, Panzerung, Türen, also alles Pillepalle. Ne? Nichts, was uns hier irgendwie wirklich
was anhaben kann. Man könnte übrigens, ne, hier in die Ecken überall noch Feuerlöscher stellen. Das wäre jetzt keine schlechte Idee. Ne? Neben die Luftschleusen jeweils ein Feuerlöscher, damit, wenn hier mal ein Brand ausbricht, das gelöscht werden kann. Das könnt ihr ja, ich habe die Schiffe im Steam-Workshop hochgeladen, wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, baut die ruhig um, passt die an, genauso wenn ihr sei und ist das Teil immer noch zu langsam, dann nehmt nochmal hier dieses Antriebssegment, setzt das hier weiter vorne nochmal hin, baut die Panzerung da davor rum. Ich würde die Panzerung hier nicht weglassen, weil, wie gesagt, ihr habt es hier gesehen, es ist ein bisschen was kaputt gegangen und wenn hier Raketen durchschlagen und hier hinten in die Panzerung einschlagen, ja, und das Zeug hier eben nicht nur angehittet wird, sondern hochgeht, dann kann im schlimmsten Fall passieren, dass ihr zu langsam seid, um vom Gegner wegzufliegen und ihr deshalb einfach drauf geht. So, das war's für das Video heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Lasst mir gern Feedback da, auch was ihr mal noch für Kämpfe sehen wollt. Ob ihr sagt, hey, wir wollen lieber mal wieder 100 Schiffe gegen 1 sehen oder irgend sowas. Finde ich alles cool, bin ich dabei. Sagt Bescheid, wir hören uns. Ciao.